Es gibt auch VR-Games, es gibt Simracer, es gibt auch PCs, sind hier aufgebaut, man kann alles spielen. Genau, und so. For free. Also for free, genau. Einfach vorbeikommen, wir freuen uns auf euch. Alles gut. Jetzt wieder zurück zu Super Smash Bros. Ultimate mit Ferdizzle gegen Unsinnlos. Und Unsinnlos hat jetzt schon ziemlich krassen Lead aufgebaut. Also... Ja gut, das ist eine Debriefing-Kombo, ne? 50% der Barry. Aber auch immer noch, wie fit, man bedenkt gar nicht, wie früh dieser Char töten kann. Also, ich habe mich gerade eben bei 100 killen lassen. Ja, und zu bedenken, er ist Bowser. Also 100... Ich habe eine Sekunde weggeguckt und er hat seinen Stock verloren. Genau. Ich wollte gerade noch sagen, unser Los und Verdiss ist auf dem Papier. Wenn ich mich recht entsinne, sind die ungefähr gleich. Das sind so viele Prozente. Aber der Unsinnlos, der zeigt mir gerade, dass ich komplett falsch liege. Ja, gut. Also, man muss sagen, man kann mit dem... Oh, sehr schöner Jab Reset. Nicht Jab Reset, sehr schöner Reset von diesem Tech. Von dem Tech-Miss. Ui. Ja, Up-Tilt-Back-Air, wie wir es kennen von Falco. Nicht bei 60. Nicht bei 60, so. Genau. Die Dash-Attack. Ah. Also wirklich, was denkst du, was ist besser? Die Down-B von Refit oder Arsen? Boah. Also, man hat schon wirklich viel gesehen. Also ich würde sagen, beides ist auf den jeweiligen Charakter zugeschnitten. Also man weiß ja, Wii Fit kann auch manchmal mit einer Nair, Falling Nair into Up Smash, wenn sie aufgeladen ist mit ihrer Down B, tötet sie so komm, früh. Komm, ich sag einfach, Arsene ist stärker wegen dem Fighters Pass. Einfach. Also, bevor ich irgendwelche Joker mit noch beleidige, nein, er ist besser. Nicht so shit. Ist aber im Arsene besser gibbelt. Ja, das stimmt. Das ist halt und man muss sagen, gerade eben noch habe ich mich unterhalten mit, okay. Mit Tobito. Jetzt aber kurz Unsinnlos. Hat den Jump. Und... Side B into Back Air hat leider nur mit der Weak Hitbox connected. Versucht jetzt die ganzen Falling Aerials aufs Field. Hier wird Fußball gespielt. Der ein Fußball, Laser. Der zweite Hitter war nicht getroffen. Kein Ronaldo. Ja, schöner Tag von das Unsinnlos. Versucht ihn weiter auf sich zu halten. Oh, aber schön drumherum gespielt. Also ohne Jump gegen Falco offstage. Schwierig. Und auch wie gesagt, Falco hat einen Frame 1. Counter? Frame 1. Den Counter, Reflektor. Und kann gegen den, die Neutral B oder die Side B von Wii Fit sehr, sehr gut arbeiten. Sieht aber aktuell nicht danach aus, als würde das irgendwas ausmachen. Leider. Ich weiß nicht. Also, man muss auch sagen, Falco und Fox, die beiden Charakter, jetzt natürlich Fox wieder offstage, könnte jetzt hier leider... Oh, es passiert so viel. Oh, sehr, ja, sehr schöne okay. Conversion. Da sehr, sehr Conversion schöner, da, genau. Schöner Reverse. Side B into Back Air. Oh, ups. Und ein bisschen... Nein, Arbeit. Noch nicht. Der Shit-Tag ist nicht so schlimm. Oh, oh. Aber der Downtilt. Der Downtilt ist nicht gerade zu. Da kamen die Schienbeine an die letzten. Die Schienbeine. Stretch your legs. So, das war das erste Game. Ja, aber am Anfang wirklich, also am Anfang hat also Unsinnlos ersten... sehr, sehr schnell die Zügel in die Hand genommen und hat sie auch so schnell gar nicht mehr zurückgegeben. Also. Gegen Ende ging es schon ein bisschen besser. Ich bin jetzt gespannt, wie das zweite Game anfängt. Ich auch. Aber es war schon. Nee, nicht eindeutig, aber es sah schon schwer aus. Irgendwie aus dem Disadvantage zu kommen, mit den Fußballen, mit den Sonnengrüßen. Und dann die Hände zum Himmel. Dankeschön. So, das jetzt das zweite Game. Unsinnlos mit einem Game Vorsprung. Vielleicht immer noch so dominant, immer noch so im Advantage wie letztes Game. Ich finde es ja nett, dass er dem Ferdizzle sein Battlefield gibt. Das stimmt. Das ist sehr nett. Das ist... Ja, könnt mal Blumen für schicken. Aber...
glaube ich, werden wir nicht sehen. Hm? Jetzt gerade aber sehr eher auf der Seite von Verdizzle, hält unsinnlos hier an der Ledge. Versucht die Downer zu treffen, leider kein Spike. Schöner Parry into Back Air, aber da kommt der Fußball direkt und die Back Air. Ah, das tut weh. Das ist so underrated. Die Back Air mit der Down B tötet so früh out of shield. Was auch underrated ist, die Early Percent Combos. Auf jeden Fall näher, näher, also, Up Air. Wenn du da hast vorher 60%. Ein Debriefing kam, dann sind das schon mal 60%. Und sie sind so safe auf Shield. Also die Nair ist, habe ich jetzt gesehen, wurde noch nicht gepunished von Free Dizzle. Ansage. Hallo. Das, nein. Hallo. Free Dizzle, okay. Das, du hast jetzt den Hass eines ganzen Bundeslandes auf dich gezogen. Ne? Ja. Könnte ich wieder eine Maske haben? So, wir haben hier einen neuen Crow-Kommentator am Start. Aber hier unsinnlos immer noch mit einem ganzen Stock-Lead. Und hat ja, jetzt Rage, könnte... Er hält auch wirklich an seinem Stock fest. Die Fair tötet ja, aber, killt. Ja. Wenn auch knapp. Hab so kurz gedacht, er will die Dragdown into Down-Tilt machen, aber ich weiß nicht, ob er sich darauf hätte verlassen können, dass das tötet. Nee, dann sehr doch lieber schön, sicher machen. Sehr schöner Fußball. Und die Back-Air, der schöne... Es ist einfach... Also die Hose von WeFit, die ist aus Stahl. Die also ist wirklich aus Stahl. Kann mir keiner erzählen. Cutscene! Ja, ja. Lässt die Combo leider los. Ja, aber jetzt ist wieder selbst, unsinnlos, ne? Im Advantage State. Bringt... Ja. Und jetzt wieder Verdizzle. Hält unsinlos. Oh, schöner Tag. Er kriegt halt nicht wirklich was draus. Und der Falco, wenn er dann offstage ist, halt gegen WeFit auf jeden Fall... sehr, sehr gut im Disadvantage. Jetzt mal, nee, nicht der ganz. Der Spike leider nicht offstage geschickt. Jetzt könnte er mal wieder was mit einem Downtilt oder Upsmash oder versuchen. Ja gut, man muss sagen, was hat Falco für Kill-Kombos außer Up-Tilt-Back-Air nach diesen besagten Prozenten? Ja, wie gesagt, ja, wenn also, er bei solchen Prozenten ist, dann bleibt nur noch selbst zu sterben. Wie sehr, jetzt sehr schöne Dash Attack also von unsinnlos. Da muss Falco wirklich schon straight landen. Wobei die Becker zwar insane stark ist, aber gegen WeFit einfach mal so den Hit zu finden, das ist und halt nicht einfach mal selbstverständlich. Up Smash ist halt inkonsistent. Also ich habe schon so oft gesehen, true, dass man da einfach nur vom ersten Hit getroffen wurde und dann rausgefallen ist. Genau. Oder irgendwie über die halbe Stage gecarried wurde, aber nicht in die Blast Zone. Downtilt auch nur useful, wenn der Gegner wirklich an der dran steht. Genau. Außer er hat jetzt 200 oder so. Ja, aber dann ist es auch schwierig, was zu finden, was nicht tötet. Laser. Natürlich. So, oh, 2-0 unsinnlos. Da werden ein paar Liegestütze erstmal gemacht am Anfang. Denkst du, das könnte ein 3-0 werden? Nach dieser Cutscene. Da kannst du das ja nicht reden. Ja, genau, da stimmt. Da kannst du ja keine Tassen drücken. Also wirklich. Also, wie die ersten beiden Games abgelaufen sind, sehr, sehr, sehr schön glücklich, eine Conversion. Aber für Dizzle hat so langsam keinen Bock mehr auf Dizzle-Los. Ja gut, also Unsinlos wird halt weiter seine Bälle werfen und seine Sonnengrüße schicken. Herr Dizzle hat keinen Bock mehr auf diesen Unsinn. Andersrum. Unsinnlos. Jo. Namen. Ah, ja, genau. Schon so, jetzt hat er endlich mal das bekommen, was er schon seit 2 Games machen wollte. Wir cleanen down er offstage. Und jetzt hat er auch endlich mal sein Stocklead. Das erste Mal. Vielleicht kann er es ausbauen. Gegen Deep Breathing natürlich schwer. Deep Breathing aber jetzt wieder ausgelaufen. Er macht ein paar Liegestütze und dodgt damit den Laser. Wenn er, okay, ich halte mich jetzt mal fest, wenn er jetzt eine Up-Tilt-Kombo bekommt, bevor er stirbt, gewinnt er dieses Game 3. Dann gewinnt Game 4. Jo, deine Worte in Gottes Gehörgang. Also, er verliert. Es tut mir leid. Ja. Na gut, jetzt hast du den Hass von allen auf dir. Danke, dass du mir den abgenommen hast.
Aber natürlich Falco immer noch in der Verfassung, einen Up-Tilt Back Air zu treffen und diesen Stock zu closen. Das wäre fast tödlich. Back Air out of Shield, sehr gut. Down Air into Back Air. Die Hits von Falco hören sich immer so mächtig an. Aber beim an. Zweiten Mal und das ist jetzt der Mental Destruction Point. Ein bisschen, ja. Wenn du am Anfang nicht, so im Lead warst, das gut drauf kratzt gerade ein bisschen an deiner Mentality. Und unsinnlos, der verzieht keine Miene. Der zieht das hier durch. Ja, er wirkt wirklich voll konzentriert. Er will ja noch weiterspielen, deswegen keine Energie verschwenden. Er denkt sich, ich habe die Ledge lieb. Ja, das alles ist jetzt nur passiert, weil das gesagt habe, ne? Commentator's Curse. Also. Commentator's Curse? Ah, er ist aber schöne. Sehr schöne Landing Back Air. Er hat den Debris verkackt? Ja. Oh. Okay. Doesn't matter? Doesn't matter. Oh. Das meine ich halt. Der erste Hit von dieser Nair kann eigentlich in so viel reingekombot werden. Jetzt. Sledge Trap nicht geschafft. Also, obwohl ich bei diesen beiden komplett unparteiisch bin, hätte ich ja schon gerne, dass wir diese das gerne. Ach nein, Commentator Curse. Warum tust du das? Es tut mir leid. Steffen. Es tut mir leid. Aber unsinnlos holt 3-0 den Einzug ins